Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch Update begrüßen. Ein Thema, das uns alle bewegt, menschlich, emotional, nicht zuletzt natürlich auch die besonderen Vorkommnisse in der Ukraine. Natürlich etwas, was viele von uns in dieser unmittelbaren geografischen Nähe nicht miterlebt haben. Von daher, wir wollen uns heute nur auf die professionelle Ebene konzentrieren, alles andere, was an Hilfeleistungen geboten ist, das muss auf einer anderen Ebene stattfinden. Jeder von uns hat ja die Möglichkeit, das entsprechend zu tun. Und von daher möchte ich auch direkt gerne in das Thema hineinspringen. Sie sehen es schon an der Markierung. Wir wollen uns jetzt weniger auf kurzfristige Implikationen hier konzentrieren. Ich glaube, ich habe allein in den letzten, ich weiß nicht, 5 Tagen circa 20 Stunden Videos, Webinare und Analysen zu der Situation gesehen, was könnte Wladimir Putin tun, was könnte er nicht tun, wie wirken die Sanktionen, sind sie überhaupt geeignet, sind sie nicht geeignet. Und ich glaube nicht, dass ein großer Mehrwert darin liegt, Ihnen das hier alles wiederzugeben, weil wir haben es einfach mit einem digitalen Ereignis zu tun, 0 oder 1. Und von daher glaube ich, macht es Sinn, sich auf die typischen Mechanismen zu konzentrieren, die nachhaltig zu vernünftigen Anlageergebnissen führen. Zunächst natürlich, ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir in unglaublichen Zeiten leben. Niemand von uns hätte das erwartet und Sie können das hier an den Google-Suchtrends entsprechend auch sehen. Also man schaut sich hier das Thema Nuklearwaffen an. Etwas, was wir aus Zeiten der Abschreckung im Rahmen des Kalten Krieges gesehen haben. Damals das Ganze vielleicht noch etwas rationaler als heute, wobei auch heute sich die Analysten darüber streiten, ob Wladimir Putin wirklich hier entsprechend in Anführungsstrichen nicht mehr bei Sinnen ist oder ob er das entsprechend auch nur sehr geschickt einsetzt, um hier taktische Ziele zu verfolgen und damit die internationale Staatengemeinschaft auch davon abzuhalten, sich entsprechend stärker zu engagieren, weil natürlich, und das ist der große Unterschied zu konventionellen Auseinandersetzungen, hier natürlich mit Russland eine Atomstreitmacht als Partei aktiv ist. Und wir wissen alle, dass Streitkräfte, Atomwaffen natürlich nicht nur dazu geeignet sind, die Welt insgesamt auszulöschen, sondern dass es natürlich auch taktische Atomwaffen gibt, bei der sehr wohl nicht die ganze Welt in Schutt und Asche gelegt wird, aber natürlich hier entsprechend strategische Ziele auf einen Schlag ja komplett vernichtet werden können mit allen Implikationen, die damit zusammenhängen. Von daher das Thema sehr schwer zu greifen. Ich denke auch, da hat jeder seine eigene Art des Umgangs mit dieser Thematik. Wie erklärt man es den Kindern? Wie geht man im Familienkreis damit um? Aber wie Sie an diesen Suchtrends sehen, das Thema hat natürlich entsprechende Bedeutung. Und dementsprechend sind wir auch in eine Situation gerutscht, in der der Großteil der globalen Gemeinschaft davon ausgegangen ist, dass wir wahrscheinlich sehen, dass zwei Regionen entsprechend hier von Russland anerkannt werden, dass es ein paar Sanktionen gibt, aber dass wir uns nicht über einen Krieg unterhalten, der wirklich auf konventioneller Art und Weise die Ukraine als Ganzes betrifft und dementsprechend noch weiter ausarten könnte. Und so wurde aus einem Thema, was für viele auf globaler Ebene, auf Ebene der globalen Wirtschaft erst eine Randnotiz war, mit einem kleinen Potenzial zu einem globalen Konflikt zu werden, sich doch deutlich verändert. Ob jetzt hier Übertreibung mit drin ist, ob keine Übertreibung mit drin ist, niemand kennt da entsprechende Antworten. Und von daher, wir sehen das auch hier, eine Analyse, die am Wochenende sehr stark auch publiziert worden ist, kommuniziert, diskutiert worden ist im Rahmen der finanziellen Medienberichterstattung, erst in Fachkreisen, aber Sie werden mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen in den regulären Medien einiges dazu finden. Ein Analysehaus, ich habe Ihnen hier nur zwei Ausschnitte mitgebracht und man kann fragen, naja, zynisch oder pragmatisch, und man sieht im Endeffekt, dass gestiegene Risiko einer nuklearen Apokalypse, das ist natürlich eine extrem krasse Überschrift, aber sehen die Bottomline entsprechend, das Risiko des Armageddons, das ist dramatisch angestiegen, aber bleiben Sie im Endeffekt bullig für Aktien, was die nächsten 12 Monate betrifft. Am Ende, glaube ich, kann man das auch dahingehend ganz gut zusammenfassen, dass wir konstatieren müssen, dass wir natürlich alle keine Ahnung haben, was auf welcher Ebene hier passieren wird, dementsprechend aus der reinen Anlageperspektive, aus der Konstruktion des Portfolios und weiteren vermögensstrukturellen Fragen. Das sind natürlich nur Nebenaspekte, wenn wir hier wirklich eine
massive Eskalation auf europäischer Ebene oder darüber hinaus entsprechend sehen sollten. Von daher könnte man das hier, glaube ich, auch eher als pragmatisch zusammenfassen. Und wenn wir dann auf die Wirtschaftsdaten blicken, auf die Geldpolitik und auf die Zinsen, dann haben wir natürlich auch entsprechende Themen auf der Vermögensstrukturierungsebene. Und wenn es zu einem globalen Konflikt kommt, dann ist wahrscheinlich das Thema Diversifikation oder Kennzahlen für das eigene Wertpapierportfolio das, was am geringsten an Relevanz hat. Ohnehin, auch das muss man ja ganz klar sagen, vieles lässt sich ja ohnehin nicht kontrollieren von dem, was auf der geopolitischen Ebene passiert. An dieser Stelle auch das mir nochmal wichtig zu betonen. Wir stellen oft fest, nicht bei unseren Kunden, sondern bei Menschen, die wir neu kennenlernen, dass Verunsicherungen immer dazu führen, dass man sich zurückzieht in Cash, also auf die Kasseposition, also Bankguthaben. Und hier muss man ganz klar konstatieren, wenn Sie sich die langfristigen Historien anschauen, wie Vermögen über Jahrzehnte, respektive vielleicht sogar Jahrhunderte erhalten wurden, dann war es eben nie Cash, sondern es war immer ein vernünftiger Mix aus Sachwerten wie Immobilien, wie Aktien und auch Edelmetall und vor allem natürlich auch das Thema globale Diversifikation. Und von daher auch das nochmal an dieser Stelle ein klarer Aufruf. Wenn Sie verunsichert sind über die Lage an den internationalen Kapitalmärkten und was das für die Vermögensstrukturierung bedeutet, dann ist nicht die Reaktion auf die Kasseposition zurückzugehen, sondern die Reaktion muss sein, zurück auf die strategisch sinnvollen Quoten mit entsprechenden Bandbreiten, die Sie in einer ruhigen Situation im Rahmen Ihrer persönlichen Finanzplanung, Ihrer objektiven Risikotragfähigkeit und Ihrer finanziellen Risikotragfähigkeit als Persönlichkeitsmerkmal hergeleitet haben. Also neutral sind nicht die Extreme, neutral sind die strategischen Positionierungen mit den entsprechenden Bandbreiten der taktischen Positionierung. Dass unterschiedliche Strategien erforderlich sind, wir haben darauf viel Zeit verwendet, dafür Werbung zu machen. Wir wissen, es wird immer das gefragt von Anlegern, was die letzten Jahre besonders gut lief. Nach der Finanzkrise ging es nur nach oben. Risikomanagement war nicht wirklich gefragt. Wir haben dafür Werbung gemacht, dass man eben auch über Strategieansätze mit Risikomanagement nachdenkt, dass man diversifiziert zwischen marktabhängigen Ansätzen, auch die Nachteile bei marktabhängigen Ansätzen ja entsprechend kommuniziert und natürlich auch hier im Risikomanagement sich mehr Gedanken darüber zu machen und vor allem auch auf die Nachteile hingewiesen, die wir aufgrund der indexgewichteten Logik an vielen Aspekten sehen. Also dementsprechend die aktuellen Vorgänge, hier muss man ganz klar konstatieren, ein global diversifiziertes Portfolio ist von diesem Entwicklungsstand jetzt auf der Portfolioebene nicht stärker getroffen, als wir das in anderen Phasen auch gesehen haben. Wir sehen einen typischen Risk-Off, ein typisches Risk-Umfeld an den Märkten und das wirklich im Verlauf relativ klar, so wie es häufiger ist. Und das können Sie hier entsprechend auch nachvollziehen. Wir sehen, der globale Aktienmarkt gemessen in US-Dollar mit den Schlusskursen von Freitag 10% im Minus seit Jahresbeginn. Sie wissen, wir kommen von Allzeithochs. Wir sehen die globalen Emerging Markets mit knapp 7% im Minus am Freitag. Auch hier müssen wir uns klar machen, in den Schwellenländerindizes bis zum Ausschluss Russland mit ungefähr 4% vertreten. Im globalen Aktienmarkt im breitesten Aggregat war es unter 1%. Und dementsprechend sehen wir auch, warum ein globales Portfolio, für das wir ja auch immer werben, auf diversifizierter Ebene sich ganz vernünftig verhalten hat und weitaus stabiler als ein deutscher Aktienindex, der aufgrund natürlich der zyklischen Ausrichtung und natürlich auch der Nähe oder der Beheimatung in Europa stark getroffen ist, oder auch ein Nasdaq in den USA, die Technologieaktien, wo wir sehen, dass die Geldpolitik auch straffer wird. Da sehen Sie schon, die global diversifizierten Portfolios, die haben ordentlich funktioniert und sind weitaus weniger sensitiv für Bewegungen, wie wir sie aktuell sehen. Und wenn Sie das mal rechnen, der MSCI World, wie gesagt, per Freitag minus 10%, aber der schwache Euro, der hilft natürlich einem global ausgerichteten Portfolio. So waren ja zum Beispiel am Freitag die Indizes in den USA 2 minus, aber da der Euro gegenüber dem Dollar stärker abgewertet hat, haben wir in Euro gerechnet sogar ein Tagesplus gesehen. Gold, das erfüllt endlich mal, möchte man sagen, seine Rolle als sicherer Hafen und das Thema Rohstoffe hier entsprechend. Ich denke, das ist uns allen aus der Presse entsprechend geläufig und ich glaube, die Hintergründe sind ja auch bereits ausreichend diskutiert und auch besprochen. Aber man sieht eben wieder sehr stark, welchen Mehrwert Diversifikation, wenn sie handwerklich sauber umgesetzt wird, auch in diesen Krisenphasen bringt, sofern dann noch
zum Beispiel Puts enthalten sind, die 15-20% aus dem Geld sind. Ja, die kosten in guten Phasen etwas Performance nach oben, aber man sieht es jetzt in diesen Stressphasen natürlich auch, welchen positiven Mehrwert sowohl für das Portfolio, aber auch für den Gemütszustand hier auf der emotionalen Ebene generiert werden kann. Von daher, Rendite ist ja nicht immer nur in Prozent oder in Euro zu messen, sondern auch in emotionaler Gelassenheit. Wenn wir das Ganze weiter spinnen, dann sehen wir, dass wir an den Kapitalmärkten die üblichen Bewegungen haben. Sie wissen vielleicht auch Rückgänge zwischen 10-15% im Jahresdurchschnitt vom Hoch zum Tief. Die sind nicht ungewöhnlich, lediglich der Auslöser ändert sich. Mal sind es Rezessionsängste, mal ist es eine straffere Geldpolitik, mal sind es geopolitische Konflikte. Und von daher sehen wir jetzt auch hier die Volatilitäten stark angestiegen. Das ist ein Umstand, dass wir sehen, dass einfach die Schwankungsbreite nach oben geht, die impliziten Volatilitäten aus Optionspreisen abgeleitet hier entsprechend. Typischerweise sehen hier oben dargestellt für den VSTOX, also die implizite Volatilität für den Eurostox 50, deutlich höher als das, was wir in den USA sehen. Insgesamt müssen wir ja auch festhalten, dass wir in den USA tendenziell weniger stark volatile Aktienmärkte haben als in der Eurozone. Das hat natürlich auch mit der Diversifikation zu tun. Das hat natürlich auch was mit der Tiefe und Breite auch der entsprechenden Aktienmärkte zu tun. Aber wir sehen eben diesen deutlichen Volatilitätsanstieg. Und das zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, nicht nur einzelne Märkte abzusichern, weil das Argument wäre ja eigentlich gewesen, die Zinsen steigen in den USA schneller als der Eurozone. Der dortige Aktienmarkt ist teurer. Also kauft man Absicherungen nur auf den US-Markt. Jetzt würde man feststellen, und ja, das war ein richtiger Denkansatz, aber die geopolitische Verunsicherung, der kriegerische Konflikt auf europäischem Boden, der belastet natürlich die europäischen Aktien deutlich stärker und von daher zeigt sich auch hier, Diversifikation sollte auch bei den Absicherungsinstrumenten, A, in der Mechanik von Absicherungsinstrumenten, aber natürlich auch B, bei den Basiswerten, den sogenannten Underlyings, hier entsprechend vorgenommen werden, also Diversifikation auf jeder Ebene. Diese Unsicherheit, die sehen wir natürlich nicht nur bei den Volatilitäten, die sehen wir selbstverständlich auch in verschiedenen Indikatoren, die entsprechend die Risikoaversion messen. Hier ein Indikator von der Citigroup und da sehen Sie schon, die Risikoaversion ist jüngst deutlich angestiegen. In normalen Phasen wäre das mit Sicherheit schon ein Niveau, wo man darüber nachdenken würde, antizyklisch Positionen aufzubauen, ein sogenanntes Rebalancing vorzunehmen, also Aktien, die im Preis verloren haben, zu kaufen, Anleihen, die im Preis gewonnen haben oder auch Gold, sofern es stark übergewichtet ist, zu reduzieren, um nun günstiger in den Aktienmarkt hier sich zu engagieren. Das Ganze natürlich noch wahrscheinlich zu früh, beziehungsweise niemand kann es genau sagen, weil diese starken Preisrückgänge sehen, die wir sehen, diese starke Risikoaversion der Flucht in den Schweizer Franken als Fluchtwährung, die Flucht ins Gold, die Flucht in kurzlaufende oder mittelfristig tendierende Staatsanleihen. Das alles würde sich natürlich sofort wieder ins Gegenteil umkehren, wenn wir heute einen Waffenstillstand hinbekommen würden, wenn man feststellen würde, viele dieser Ängste, die werden sich nivellieren, weil man eben doch auf diplomatischer Ebene zu etwas kommt, was eben kein massiver und langanhaltender Krieg ist oder wenn die Gewissheit da ist, dass sich das Ganze nicht stärker ausbreitet, als es das ohnehin tut. Und da müssen wir dann eben auch differenzieren, so schwer wie es ist, das Emotionale, die menschliche Komponente, die jeder entsprechend bringen sollte und unterstützen sollte, im Kontrast zu dem, was wir auf globaler Ebene sehen, wo man eben feststellt, naja, was passiert mit den Lieferketten, was passiert, wenn die Rohstoffpreise wieder fallen. Also hier wirklich diese Trennung natürlich doch erforderlich. Das eine eben die professionelle Betrachtung, das andere natürlich die menschliche Betrachtung, aber rein auf der professionellen Ebene stellen wir natürlich aktuell schon fest, dass wir massive Risk-Off-Tendenzen haben, dass wir typische Reflexe sehen, die für diese Situation auch erwartbar sind. Und nun natürlich die große Frage, läuft man nun hinterher? Was sollte man noch tun? Und unsere Meinung, die kennen Sie. Wir glauben, es ist immer Zeit für Risikomanagement. In guten Zeiten gilt es, einen Puffer zu schaffen, den man dann in Stressphasen antizyklisch nutzen kann, um Risiken entsprechend aufzunehmen, weil eins ist auch klar, wir leben in einem Umfeld von sehr niedrigen Zinsen, die besonders in der Eurozone erstmal auf absehbare Zeit nicht steigen werden. Wir sehen gleichzeitig das Thema Inflationsraten, die auch durch die jüngeren Ereignisse
durch das Thema weniger Globalisierung, mehr Rüstungsausgaben und viele andere Themen uns struktureller begleiten wird und in einem strategischen Umfeld von negativen realen Renditen, da muss man sich natürlich am Ende des Tages entweder als Aktionär, als Anleihegläubiger oder in anderen Segmenten engagieren, um eine Chance zu haben, den Kaufkrafterhalt überhaupt mathematisch sicherzustellen. Worauf wir noch besonders achten, das ist häufig ein Randthema für viele Privatanleger, aber für uns als Profis natürlich ein wichtiger Punkt, für unsere großen Firmenkunden natürlich auch relevant, sehen wir nur eine Volatilität in den Vermögensklassen, das gehört dazu, das ist eingeplant, man weiß noch nie, wann sie kommen, wodurch sie ausgelöst werden und wie lange sie dauern, aber systemischer Stress im System ist natürlich etwas, was wir auf dem Fokus haben oder im Blickpunkt. Und da sehen Sie mal einen Stressindikator, der von der EZB selbst berechnet wird. Sie sehen entsprechend hier auch diesen Anstieg und das Ganze in den USA auch entsprechend ähnlich zu beobachten. Also hier dieses Thema Finanzsystem, Stress im Finanzsystem, sehen wir im Endeffekt auch die Verfügbarkeit von sogenannten US-Dollar-Funding gefährdet. Also diese systemischen Themen muss man auf den Blick haben, weil natürlich niemand genau weiß, was sind die Effekte, die auf das Bankensystem ausstrahlen, welche Banken haben wie viel Exposure. Wir sehen ja auch, dass die Banken von der regionalen Betrachtung sehr unterschiedlich positioniert sind in Russland, Österreich eher etwas stärker exponiert, vor allem für die Größe seines Finanzsystems, andere Länder natürlich deutlich weniger exponiert. Also auch das muss man im Blick halten. Und daher schaut man auch immer sehr stark auf die Kosten von Kreditausfallversicherungen auf Indexebene für europäische Banken. Und da sehen Sie auch, dass die Kosten für Kreditausfallversicherungen sich entsprechend hier jüngst wieder nach oben bewegen. Und da können Sie noch auf viele weitere Indikatoren schauen, die Renditen von Nachranganleihen, von Finanzinstituten und Ähnliches. Also die Profis, die haben ihren Blick nicht nur auf den Schwankungsbreiten am Aktienmarkt, sondern vor allem auch, was der Anleihenmarkt uns sagt. Und hier gilt es natürlich dann auch irgendwann zu überlegen, wann es Sinn macht, vielleicht auch die Rücklage, die auf Konten liegt, in entsprechende Geldmarktprodukte umzuschichten, um entsprechend auch hier eine breitere Diversifikation zu erzielen im Vergleich zum Kontoguthaben. Das ist sehr stark abhängig davon, Privatanleger, betrieblicher Anleger, Volumen natürlich auch eine große Frage. Also wie gesagt, aktuell noch kein Grund zur Panik, was das Finanzsystem angeht, aber Mechanismen, die man bereits sich vor 2007 angeschaut hat, die man in der Euro- und Staatsschuldenkrise betrachtet hat, bei denen man in der Corona-Phase festgestellt hat, Moment, kein Grund zu Stress. Die Notenbanken sind sehr proaktiv. Auch diese Punkte muss man aktuell auf dem Schirm halten, nicht vor dem Hintergrund der Panikmache, auch nicht als Auslöser, um jetzt überalte Anlageentscheidungen zu treffen, sondern im Rahmen eines professionellen Risikomanagements. Auch natürlich mit entsprechender Möglichkeit, kurzfristig zu agieren, was die handwerklichen Umsetzungen betrifft. Was die Schlagzeilen dominieren wird, natürlich das Thema Stagflation. Stagflation, ein Wirtschaftsumfeld, bei dem eine stagnierende Wirtschaft, die Wirtschaft erholt sich ja gerade noch von den Corona-Effekten, von den verschiedenen Engpässen, die wir gesehen haben. Da hat man Anfang des Jahres gedacht, es wird jetzt besser, die Logistiker waren optimistischer, dass sich Lieferzeiten entsprechend verkürzen. Die Wartezeiten bei den Häfen in den USA sind massiv nach unten gekommen. Sie wissen, wir waren auch dafür zu sagen, stark auf die chinesische Covid-Politik zu schauen, weil diese Zero-Tolerance-Politik natürlich dazu führt, wenn sie 3 Corona-Fälle haben und eine 3-Millionen-Einwohner-Stadt quasi abschließen, dass das natürlich Effekte hat, wenn man hier lockerer, wenn man hier toleranter wird. Das alles erstmal oberflächlich über den Haufen geworfen und nun, wie gesagt, diese Diskussion Stagflation, ja oder nein. Und was Sie hier sehen, auch von der Citigroup, 2 Indizes. Das eine in Türkis, das ist der Indikator für die Inflationsüberraschung. Also inwieweit war die realisierte Inflation höher als die erwartete Inflation. Und da sehen Sie eben entsprechend deutliche Überraschungen, die sind natürlich negativ zu interpretieren. Auf der anderen Seite hier in Blau jeweils Daten für die G10-Staaten. Da sehen Sie den Abgleich der wirtschaftlichen Überraschungen mit den Realitäten, also Erwartungen versus entsprechend dann reale Daten. Und das sehen Sie dargestellt hier an der linken Skala. Und da sehen wir im Endeffekt, dass die Tendenz zumindest nach oben ist, also weniger schlecht, als man das erwartet hat. Am Freitag ja auch sehr starke Daten vom US-Arbeitsmarkt. Also auch hier das Thema unterschiedliche
geldpolitische Maßnahmen. Die USA werden eher die Zinsen etwas straffen können, langsam, als man das vielleicht ohne diese geopolitische Eskalation erwartet hätte. Die Zentralbank in Kanada hat die Zinsen entsprechend schon zweimal erhöht, liegen jetzt bei 0,5%. Und das hat natürlich auch verschiedenste Auswirkungen auf die Portfoliostrukturierung auf der globalen Ebene. Aber machen Sie sich darauf gefasst, Stagflation wird die Schlagzeilen dominieren. Auch hier gilt zu sagen, niemand kann uns sagen, ob wir wirklich eine Stagflation sehen. Wird das nur mal temporärer Natur sein, also mal 2, 4, 6, 8 Wochen, oder werden wir wirklich mal mehrere Quartale in einem stagflationären Umfeld uns befinden? Das heißt, die Dauer der Stagflation, wenn es denn eintritt, was durchaus wahrscheinlich ist, das wird ein wesentlicher Punkt sein, auch mit entsprechenden Auswirkungen auf die Vermögensklassen und auf das Pricing. Also wie gesagt, solange das Thema Stagflation eher mal kurzfristig, kurz gesagt, technischer Natur ist und sich die kriegerische Komponente wieder zurückbildet, ist das natürlich anders einzuordnen, als wenn wir jetzt noch über Monate hinaus wirklich massive Sanktionen, vielleicht Verstärkungen haben, weiterhin Drohgebärden natürlich auch entsprechend mit dem Risiko einer weiteren Eskalation. Also das muss man genau beobachten, aber natürlich auch hier, das kam hoffentlich zu Beginn raus, nicht im Rahmen von täglichen Überlegungen im Takt der Schlagzeilen, das ist ein schlechter Ratgeber, sondern im Rahmen der strategischen Positionierung mit den dargestellten Bandbreiten. Und da bieten aktuell diese massiven Bewegungen an der Preisfront, also diese Volatilitäten, die bieten natürlich auch wieder neue Chancen für Instrumente, die lange uninteressant waren. Discount-Zertifikate, Bonus-Zertifikate auf Index-Ebene, das sind natürlich momentan auch durchaus Möglichkeiten, um hier die Differenzierung zwischen strategischer und taktischer Umsetzung entsprechend auch fein zu steuern. Ein anderer Aspekt, der Ihnen oft begegnet, wäre das Thema Rezession. Ich glaube, auch das muss klar sein. Man schaut auf die Zinsstrukturkurve. Die kurzfristigen Zinsen gehen eher nach oben. Die langfristigen kommen aufgrund der Fluchtfunktion der 10-jährigen Anleihe und der Tendenzen, dass die Wirtschaft sich abschwächen könnte, wenn wir hier eine anhaltende Konfliktthematik haben, nach unten, also die Zinsstrukturkurve könnte invers werden. In der Vergangenheit war das ein guter Konjunkturindikator, allerdings auch mit einem Vorlauf zwischen 6 und 24 Monaten. Und da sehen Sie schon auch hier, wie digital natürlich das Ganze ist, zwischen 0 und 1. Von daher unser Lösungsansatz ja immer, diese Unsicherheit zu überbrücken, indem die Liquidität für die nächsten 3 Jahre auf einem Tagesgeldkonto liegt, gegebenenfalls in einem Geldmarktfonds bei höheren Vermögenswerten und darüber hinaus die Neutralposition sich dort befindet, wo die strategischen Quoten im Rahmen einer vernünftigen Vermögensstrukturierung eben hergeleitet wurden. Aber Sie haben es eben schon gesehen, die Themen Stagflation plus Zinsstrukturkurve wird etwas sehen, was wir nun sehr stark in den Medien haben werden. Die Medien haben natürlich auch keine Antworten darauf. Die Antworten sind immer auf ihrer individuellen persönlichen Ebene zu finden. Grundsätzlich, auch das muss klar sein, wir werden an dem strategischen Umfeld keine wesentlichen Änderungen sehen. Die Realzinsen, also der Zins abzüglich offizieller Inflationsraten, die sind negativ, die werden hoffentlich weniger negativ werden, aber sie werden nicht in den positiven Bereich hineinrutschen. Das heißt, nach vorne blickend hat jeder Anleger, jede Versicherung, jede Pensionskasse oder auch jeder private Anleger, der mehr als 3 Jahre Anlagehorizont für seine konkreten Gelder aufweist, der hat natürlich die Thematik, dass der Kaufkraftverlust nur mit entsprechenden produktiven Kapitalanlagen möglich ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum, wenn die Situation wieder etwas überschaubarer wird, warum wir auch damit rechnen, dass man eine sehr schnelle Gegenbewegung im Aktienmarkt haben könnte, weil natürlich diese fallenden Kurse dafür sorgen, dass die Unternehmensbewertungen nach unten kommen. Wenn man dann feststellt, dass die Welt eben nicht untergeht, die Welt ist nie perfekt, aber sie ist eben besser als das, was man aktuell einpreist, dann würde das natürlich eben auch dafür sorgen, dass Anleger dazu gezwungen sind, in einer Welt von niedrigen Zinsen, die nach der Inflation negativ sind, für alles, was Anlagehorizonte oberhalb von 3 Jahren impliziert, entsprechende Schwankungsrisiken zu akzeptieren, weil diese Schwankungsrisiken, diese Schmerzen zum Zeitpunkt, wie wir sie jetzt in Krisen sehen, das ist eben die Prämie für die positive Rendite über den Zeitraum, also Zeiträume von 5 bis 10 Jahren dementsprechend. Und vielleicht ist die Entwicklung, die wir aktuell sehen, rein bezogen und isoliert auf die Kapitalmarktpreise, ein Katalysator, dass die Anpassungen, die sonst vielleicht lange gedauert hätten, aufgrund der steigenden Renditen, speziell in den USA, nun unheimlich schnell gehen.
Und in 4, 6, 8 Wochen, wenn hoffentlich der Konflikt hier beigelegt werden konnte, für alle Parteien gesichtsschonend, die Hoffnung ist ja doch hier zumindest immer noch angebracht, dass natürlich dann Anleger wieder auf die Inflation schauen, schauen auf die Zinsen, schauen auf die Renditen, schauen auf die Zinsstrukturkurven, schauen auf ihre Verpflichtungen als professioneller Marktteilnehmer oder als privater Anleger gegenüber sich selbst. Dann werden sie feststellen, am Ende des Tages, ohne Aktien, ohne die Akzeptanz von Schwankungen, werden hier keine positiven Renditen zu generieren sein. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in diesen besonderen Zeiten. Ich darf alle, die uns nun verlassen, einen schönen Tag wünschen, trotz aller Umstände. Ich glaube, man weiß dann immer auch zu schätzen, wie gut es einem persönlich auch geht, sofern man gesund ist und das Umfeld stabil ist. Und allen anderen darf ich nun entsprechend die Möglichkeit geben, hier Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu gerne die Möglichkeit, die die Software Ihnen bietet. Und für unsere Kunden geht natürlich ohnehin, unsere Ansprechpartner stehen Ihnen wie gewohnt entsprechend zur Verfügung, um die Vorgänge entsprechend einzuordnen. Aber auch das sei vielleicht noch abschließend gesagt. Alle Anlagestrategien, die von uns verantwortet, respektive beraten werden oder die im Rahmen auch natürlich mit der Vermögensverwaltung hier im Hause umgesetzt werden, mit der deutschen Finanzportfolioverwaltung, die sind global diversifiziert. Da gibt es keine Klumpenrisiken in Branchen und Regionen. Gold ist überall ein signifikanter Bestandteil. Dazu wissen Sie ja auch, es gibt Put-Absicherungen, die Teile der Aktienquote entsprechend auch hier absichern, die man im Dezember letzten Jahres und Anfang Januar noch erworben hat. Dazu die globale Diversifikation hilft natürlich den Portfolios und wir sind momentan eher dabei zu überlegen, wo sehen wir Marktübertreibungen, wo gibt es über strukturierte Einstiegsmöglichkeiten die Chance, hier den Grundstein auch zu legen für entsprechend wieder Erträge in der Zukunft, weil eins ist auch klar, die Risikoprämien sind insbesondere natürlich in Europa gestiegen durch die gefallenen Kurse. Auch in den USA haben natürlich die steigenden Renditen hier einiges durcheinander gewirbelt. Und wenn man sich hier entsprechend defensiver positioniert hat und sich nicht in diesen irrationalen Überschwang hat reindrücken lassen, wie es ja manche disruptiven Internet- und Digitalisierungstrends ja doch auch versucht haben, dann hat man natürlich aktuell die Situation, dass man zwar Schwankungen ertragen muss, aber dass das Portfolio natürlich insgesamt sehr robust ist, weil es eben nicht von einzelnen Themen abhängt. Also, meine Damen und Herren, an dieser Stelle dann die Aufzeichnung würde ich gerne beenden, wünsche Ihnen einen schönen Tag und alle anderen lade ich jetzt noch ein, hier in der Fragerunde entsprechend einzusteigen. Ansonsten bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.